Meine Frage, ob der überhaupt da auch kommt, ne? Ah, man kann den ausfahren. Nein, hat nicht so was, ne? Scheint aber zu klappen. Oh, der gefällt mir, der Kleine. Oh, nur mit 1000. Geil. Ich glaube, da müssen wir uns noch was mieten. Muss mal gerade gucken, haben wir die jetzt auch bei uns mit drin? Nee. Das kostet. So. Alles klar. Ich hab verstanden. Ja, warum denn nicht? Holen wir uns doch mal richtig Schulden hier rein. Haben wir genug zum Verkaufen. Grünerum und Leiche. Oh, Sicherheitsgestell, jawoll. So. Wenn wir spielen, machen wir es richtig. So, dann brauchen wir natürlich noch eine Schäfische. Teleskop, hallo. Radlader-Werkzeuge. Felsschaufel. 3000.
LH180, was habe ich denn da? LA180. Oh. Dann her mit dem Schnuckliche. Kann er das? Kann's. Her damit. Nein, noch ein Schaltwagen. Ich glaub's ja nicht. Nein, nicht falsch fahren. Ah. Schön, gefällt mir. Endlich mal einen dicken Otto, den wir fahren dürfen. Müssen wir mal richtig fahren. Also, hat jemand Lust mitzuzocken? Gibt es jemand, der da Lust und Laune hat? Mit so einem schönen Radler da durch die Gegend zu fahren. So. Stopp. Wir brauchen hier mal was Rockiges. Oh, was sind sie denn die? Sind wir richtig unterwegs? Passt ja. Also, über die Brücke, dann rechts, links, Straße folgen, erste. Gut. Schön. Gefällt mir. Warte mal, ich glaube, da könnten wir auch in die... So, dann haben wir auch gleich endlich Position gar was Gescheites. Ich hoffe nur, dass es dann mit dem Fahren besser wird.
Bin mal gleich gespannt, ob es überhaupt funktioniert. So, Handbremse rein. Produktionsstätte mal abchecken. Gut. Dann ran an die Buletten. Aber ich glaube nicht, dass das mit dem Dach funktioniert. Oh, man darf nicht mit dem Knickgelenk so da stehen. Das wird Wackelkandidat bringen. Hoppala! Okay, müssen noch was ändern. Kammer? Nein, macht er nicht. Gamepad, Richtungswechsel. Mal ganz nach oben. Moin. Ja, jo, auf jeden Fall. Bisschen was für die... Wie heißt's? Wir werden jetzt ein wenig für... Für die Eisen ein wenig was machen. Dass wir unsere Metallfabrik da mal reinbekommen. Boah. Gerade mal eine fette Maschine besorgt hier. €500.000 Kredit, das lübt. Gedeih und Verderb da. Dann ist die Frage, ob der Trecker das überhaupt schafft.
Ah. Aber ich habe lange nicht mehr so ein geiles Teil hier gesteuert. Halt. Liebt diesen Bagger. Toll. Ich bin wirklich gespannt, ob er das packt zum Fahren. Yep. Hoffe nämlich bloß, dass man nämlich die Treppe da wieder hochkommen. Treppe sage ich schon, die Straße da hochbekommen. Ansonsten haben wir echt ein Problem. Muss ich was wieder noch mehr mieten. Aber wenn wir schon Kredit ausnutzen kann, dann Chaka. Ansonsten holen wir uns, verkaufen wir den kleinen Trecker, dann holen wir einen richtigen. Ha ha ha.